Mercedes komplettiert die S-Klasse-Baureihe auf dem Genfer Autosalon 2014 mit dem Coupé. Sicherlich wird es trotz weniger Platz teurer als die Limousine. Die beginnt bei knapp 81.000 Euro. Der Preis der Schönheit. Das Coupé ist 5,3 Meter lang. Die scheinbar endlos lange Haube auf Wunsch mit dem sehr extrovertierten Diamantgrill und Voll-LED-Scheinwerfern macht schon wirklich etwas her. Das geduckte Kuppeldach ruht auf einem sehnig-muskulösen Körper, dessen seitliche Sicke in großzügigem Schwung dem hinteren Rathaus zustrebt. Dadurch wird der dynamische Charakter eines sportlichen Hecktrieblers betont. So zumindest die Pressemappe. Und zugleich der Eindruck vermieden, man habe es hier nur mit einer um zwei Türen gekappten Limousine zu tun. Der Heckbereich betont die Breite des Zweitürers. Auffällig ist die Verlegung des Kennzeichenträgers in den unteren Bereich des Stoßfängers. Damit wird ein besonders glattflächiger Heckdeckel in diesem Bereich möglich. Der Stern ist sozusagen freistehend und kann größer ausgebildet werden. Zusätzlich schwenkt er aus, um Platz für die Rückfahrkamera bzw. die optionale 360-Grad-Kamera zu machen. Die Heckleuchten sind zweigeteilt. Ein Teil der Lichtfunktion befindet sich in den Kotflügeln, der andere Teil im Heckdeckel. Die Endrohrblenden sind in den schwarz lackierten Diffusor integriert. Gefangen wird der Blick von zwei riesigen Monitoren, die zu einer durchaus imposanten Kommandozentrale verschmelzen. Doch das S-Klasse Coupé ist nicht nur ein echter Schönling, sondern hält, wie die Limousine auch, ein ganzes Arsenal an elektronischen Helfern und Komfortfeatures bereit. Ab dem Sommer gibt es das Coupé zunächst mal nur als S500 mit dem bekannten V8-Motor mit 455 PS und 700 Newtonmetern Drehmoment. Weitere Motoren und auch die Preise werden dann folgen.